Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother. Ja, herzlich willkommen im Kabinengeflüster. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute ein paar Fanfragen zu beantworten. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, fangen direkt an, wenn ihr bereit seid. Wir sind bereit. Sind immer bereit. Super, dann kann es ja auch schon losgehen. Die erste Frage ist auch direkt an euch beide. Die Frage ist nämlich, was macht euch an eurem Beruf am meisten Spaß? Andreas, vielleicht fängst du an. Fang ich an. Ja, was macht mir am meisten Spaß? Ich denke, Fußball ist ein Teamsport. Und im Team zu arbeiten hier in Duisburg macht mir sehr viel Spaß. Der Austausch im Trainerteam ist sehr gut bei uns. Und ja, auch mit den Jungs zu arbeiten ist einfach eine schöne Sache, und in so einem Team mitzuwirken, das gestalten zu können, ist einfach eine tolle Herausforderung und das macht Spaß. Sven, wie ist es bei dir? Ja, mir macht Spaß, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, an der frischen Luft zu sein und natürlich junge, gute Talente weiterzuentwickeln. Nicht nur jetzt Marc Flecken oder die drei, die in der ersten Mannschaft sind, sondern auch die im Nachwuchsbereich. Und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in den Jahren, wo ich Fußball gespielt habe, einfach weiterzugeben. Sven, wir bleiben direkt bei dir. Die nächste Frage ist exklusiv an dich. Nämlich Jeremy fragt, wer ist deiner Meinung nach der beste Torwart der Welt? Marc Flecken ist weit dran, aber da gibt es eigentlich nur einen, der für mich jetzt in Frage kommt. Das ist Manuel Neuer. Der ist schon sehr weit in seiner Ausstrahlung, in seiner Spielweise, wie man heutzutage modernen Fußball interpretiert. Und ich glaube, dass er auch zu Recht Welttorhüter geworden ist. Okay, dann geht's jetzt weiter mit einer Videofrage. Die erste wäre an dich, Andi. Ich würde dich einfach mal bitten, das Tablet in die Hand zu nehmen und dir die Frage mal anzuhören. Darf ich da auch mit reinschauen? Ausnahmsweise, ja. Wir schauen beide, Burki. Wir machen alles zusammen hier heute. Einfach einmal draufklicken. Genau. Sehr. Ja, hi Andi, hier ist der Thomas. Mich würde einfach mal interessieren, warum wir das Athletiktraining immer noch so machen wie in den 70er Jahren und nicht einfach mal nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, das war's auch schon. Danke, Thomas. Ich gebe dir mal das Tablet wieder zurück. Ja, gib mir mal wieder, bevor du es da spielst. Bevor ich es an die Wand werfe. Nein, da ich ja in den 70ern geboren bin und der Thomas ja auch, glaube ich, in den 70ern geboren ist, ungefähr mein Alter ist, muss ich mich dem ja anpassen, weil ansonsten wird der Thomas ja mit modernem Training nicht so richtig klarkommen in seinem Alter. Nein, Scherz beiseite. Ich denke, das war auch ein Scherz von Thomas. Ich denke, dass wir nach vernünftigen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, modernen Erkenntnissen trainieren. Und wir wissen ja, wie der Thomas immer so ist. Ich sage immer fiesen Pit zu ihm und da hat er mir schön einen reingewirkt mit heute. Ja. Wie sieht es denn generell aus bei dir? Muss ich mir Sorgen um die Beliebtheit bei den Spielern machen? Weil Athletiktraining stelle ich mir jetzt so vor, das ist nicht die beliebteste Disziplin unter den Spielern, oder? Ja, natürlich ist es so, dass Fußballer, das sagt ja schon der Name, mit dem Ball arbeiten wollen. Athletiktraining ist oft ein Training ohne Ball. Und deswegen ist generell das Athletiktraining nicht so ganz beliebt. Wobei ich doch eigentlich schon sagen würde, ich bei der Mannschaft schon recht beliebt bin ja auch schon ein bisschen länger dabei und mit allen eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Aber grundsätzlich ist es so, Athletiktraining ist nicht ganz so beliebt wie, sage ich jetzt mal, Ecke spielen oder Turnierform und ähnliche Dinge. Richtig, ja. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, kein böses Blut in der Mannschaft. Nein, auf gar keinen Fall. Wir verstehen uns echt alle gut. Sehr gut, alles klar. Gut, wir machen weiter. Die nächste Frage ist an dich, Sven. Die kommt von Manfred. Manfred möchte wissen, was war dein größter sportlicher Erfolg in deiner Karriere? Ja, mein größter sportlicher Erfolg war, glaube ich, schon mit Union Berlin der Einzug ins DFB-Pokalfinale. Und dann natürlich auch die zwei Aufstiege mit dem MSV Duisburg. Keine Frage. In die erste Bundesliga. Aber ganz oben steht schon das Pokalfinale. Alles klar, dann machen wir weiter. Die nächste Videofrage steht an, die ist für dich, Sven. Gleiches Spiel wie eben. Tablet in die Hand nehmen und bitte einmal anhören. Da bin ich ja mal froh, dass ich keine habe jetzt.
Hallo Herr Beugert, hier ist der Flecki. Manchmal wird ja gesagt, dass Torhüter ein bisschen verrückt sein. Oder was heißt ein bisschen? Schon verrückt. Kannst du das auch bestätigen oder bist du eher der normale Typ? Gute Frage, Flecki. Du kennst mich ja vielleicht jetzt schon ein bisschen. Also ich glaube, dass ich kein so ganz verrückter Typ bin als Torwart. Ich habe immer erst nachgedacht, ehe ich irgendwelche Schritte oder irgendwelche Sachen gemacht habe. Das war vielleicht auch ein bisschen ein Verhängnis von mir. Deswegen habe ich vielleicht nicht ganz nach oben geschafft, in dem Sinne, dass ich noch in der ersten Liga noch mehr Spiele gemacht habe. Und ich habe erst überlegt und dann gehandelt. Und das mache ich heute noch so. Und ich glaube, dass es jetzt ganz gut ist. Wenn man sich manche Torwartlegenden anguckt, das sind eigene Typen, die auch manchmal ein bisschen eigenbrötlerisch rüberkommen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass man als Torwart dann doch ja, so ein bisschen auch für sich ist manchmal? Du hast gerade richtig gesagt, das sind eigene Typen. Du musst einfach als Torwart ein Typ sein. Das ist wichtig. Wenn du ein Typ bist, dann wirst du auch Leistung bringen und dann wirst du auch nach vorne kommen. Aber das Problem ist ja, du stehst als Torwart auf dem Platz meist alleine. Meistens, wenn du einen Fehler machst, hast du das Problem, dass es ein Tor ist. Und das haben die Spieler noch nicht. Die Spieler haben immer jemanden hinter sich. Und deswegen muss man auch mal in 1-gegen-1-Situationen reingehen, wo du deinen Kopf ausschalten musst. Und das ist, glaube ich, auch das Verrückte eines Torwarts. Da muss man mal Kopf und Kragen riskieren, ohne drüber nachzudenken, was danach ist. Mhm. Dann brauche ich jetzt das Tablet wieder, um die nächste Frage zu stellen. Bitte. Und ich glaube, wir haben auch nur noch eine. Und zwar, Sven, du bist schon wieder dran, die letzte Frage. Warum bist du schon so lange beim MSV? Erstmal muss ich sagen, ich habe mich seit dem ersten Tag mit meiner Familie hier sehr wohl gefühlt. Ich habe früher immer gesagt, wo ich hier zu Auswärtsspielen gefahren bin mit Union Berlin oder mit Erzgebirge Aue, habe ich gesagt, hier in Duisburg will ich mal nie wohnen und will ich mal nie sein, weil wenn du hier über die Autobahn kommst, auch noch vor 15 Jahren, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Aber jetzt fühlen wir uns wirklich sehr, sehr wohl und Ruhrpott ist wirklich sehr interessant und man ist schnell überall und das sind wir ja nicht so gewöhnt gewesen und deswegen muss ich sagen, ich habe keine Probleme, auch noch 13 Jahre hier zu bleiben. Das klingt gut, da freuen sich sicherlich einige Fans da draußen. Ja, ich danke euch beiden vielmals, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, das wäre es auch schon. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg auch. Vielen Dank. Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinsland Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.